So, da bin ich wieder. Zurück zum Stützpunkt. Na, da gucken wir doch mal. Nachdem er den Angriff auf Groom Range nur knapp entkommen ist, begleitet Carter Fork an einen geheimen Ort, um dort ihren nächsten Schritt zu planen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wir sind in Sichtweite, Sir. Ich setze zur Landung an. Sieht jetzt aber auch nicht so mega geheim aus, oder? Zentrale, hier Sky Ranger One. Bitte Landegenehmigung. Jawohl. Verstanden, Sky Ranger. Erlaubnis erteilt. Sie haben Landeplatz aber 3. Aber hochmodern sind sie hier. Ein Loch im Boden reicht nicht, um die Dinger zu besiegen. Was ein sinnloser Kommentar. Geben Sie es zu, Sie sind beeindruckt. Ah. Super, aber sagen damit Sie, was heißt Büro Dinger eigentlich? Bureau of Operations and Command. Nie gehört. Na, ist Büro halt, Mensch. Ach ja. Diese Basis sollte erst in einem Jahr in Betrieb gehen. Wir haben jeden Mann eingezogen, der für das Projekt vorgesehen war. Aber nun ja, wir werden etwas unterbesetzt sein. Muss ich jetzt hier noch? Direktor Fork, willkommen zurück. Oder was? Die gehören zu mir. Sogar Kameras haben sich ja schon. Lieber Mann. Wenigstens ist dieser Ort hier sicher. Und das soll auch so bleiben. Ja, ich informiere alle Mitarbeiter um 3 Uhr. Kommen Sie dann in die Einsatzzentrale. Jawohl. Ich habe viel um die Ohren, Carter. Agent Weaver zeigt Ihnen alles. Was auf Deutsch so viel hier heißt unten, wie... Carter, kommen Sie. Jawohl. Als der Ivan in Sputnik Hochschoss bekam, die Führung mit der Angst. So. Dieses Projekt erhielt Top-Priorität. Inoffiziell natürlich. Das war's. Lass es so. Gucke an. Nicht mehr bewegen. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Was denn für eine Show? Carter, das ist Nico da Silva, Senior Field Agent. Moin, Nico. Nico, Sie teilen sich Ihren Arbeitsplatz mit Agent Willkommen Carter. Willkommen in der modernsten Anlage der Welt. Dank. Fork will, dass er schnellstens einsatzbereit ist. Der Zeitfaktor zählt. Zitat Ende. Okay. Na, tja, sieht kommen aber Sie, unser Büro ist gleich hier. Fertig aus, oder? So ein paar Kisten hier, na gut. Ja, und so ein Schild. Ein harter Brocken, diese Weaver. So, da wären wir. Das da ist mein Tisch. Ihrer ist da drüben. Klasse. Machen Sie es sich Jawohl. Bequem, Will. Wie es aussieht, wird das Ihr Büro und Ihr Wohnquartier ich dir sein. Erlaubt mich Will ich darf zu Sie nennen. Doch Will nennen. Nein, dürfen Sie nicht. Also, ich nenne Sie nicht Agent Sehr Carter. Gut. Ich bin Soldat, aber so formal bin ich nicht. Ich ziehe William vor. Ja, ich ziehe Nico vor. Auch wenn meine Mutter darauf besteht, mich Nicholas zu nennen. Manches hat man eben nicht in der Hand. Ich sehe Regen schon, sicher. Wir werden uns schnell anfreunden. Freut mich. Mein Vorrat an Freunden ist in letzter Zeit stark geschrumpft. Was das, das Silber? Fürs Erste, klar. Was das, das Silber? Dazu. Und noch etwas. Ja? Der Alte, Direktor Fork. Der er ist Alte. Schwer zu beeindrucken, aber Sie haben es geschafft. Okay. Hätte ich nicht gedacht nach der Lektüre Ihrer Akte. Okay. Die einzig freudige Überraschung heute. Steht in meiner Akte. Wie viele hier kennen meine Vergangenheit? Wir kennen uns alle. Okay. Keine Sorge, wir Sie lesen dürfen auch alles über uns gegenseitig lesen. Unsere Akten. Der Alte findet, je mehr Super. Bindung wir untereinander haben, desto effektiver sind wir. Eben. Beim Büro werden Akten Sie sich lesen, ändern als müssen. Miteinander reden. Hier arbeiten ist doch wir in Teams. Sie scheinen es eher gewohnt zu sein, allein zu operieren. Ja. Naja, ich bin es auch gewohnt, dass der Gegner ein Mensch ist. Nach einem solchen Angriff müssen sich alle ändern. Ich bin heute ein anderer Mensch als noch gestern. Wissen Sie? Wie wahr? Ja, wo waren Sie denn Sie heute Morgen? Ist, auch was mitgekriegt von all dem? Nein. Ist doch ich auch. Ich habe Daten zu einer Wetteranomalie gesammelt. Auf dem Land. Daten zu einer Wetteranomalie. Irgendwas hat Fernseh- und Radiosignale gestört. Ja, alles außer militärische Aliens, Geräte. Oder? Seit dem Angriff ist das weltweit überall das Gleiche. Die haben vor dem Angriff unsere Kommunikation lahmgelegt und damit unsere Koordination. Clever. Aber das hat uns auch geholfen. Können Sie sich die Panik vorstellen, wenn die Öffentlichkeit mitkriegt, dass Aliens angreifen? Wie haben Sie das denn nicht mitgekriegt? Ein lieber Mann. Sie scheinen sich hier gut auszukennen. Normal arbeite ich nicht in dieser Anlage. Tat eigentlich keiner bis heute. Ich bin Aha. bei der NSA. Von der letztes NSA? Letztes Jahr war ich einem kleinen Team unter Direktor Fork ja, alles zugeteilt. Klar. Wer ist sonst noch im Mehr Team? Bescheid. Es sollte eigentlich bis zum Ernstfall klein bleiben. Jetzt kommen Leute, die schon vorher dafür vorgesehen waren. Naja, wenn sie noch am Leben sind. Es waren schon Leute ausgewählt? Von wo?
Vom Militär, Geheimdienst, DIA, was sogar einige DIA? Zivilisten. Keiner wusste, dass er ausgewählt war, bis der Anruf kam. Heute Morgen hat Fogg das Projekt aktiviert und alle verständigt. Und wer war vorher hier? Ein paar Jahre lang nur ein paar Dutzend Spezialisten. Aber jetzt müssen wir viele neue Kräfte einarbeiten. Na, wunderbar. Später. Ich muss mich erstmal hier orientieren. Wir reden später. Sicher, Will. Schön, Sie an Bord zu haben. Er nennt mich wieder, Will. Dieses blöde Arschloch. Der Direktor will loslegen. Kommen Sie, sichern wir uns gute Plätze. Fuck you, du Assi. Das ist ein Hans-Wurst. Nico da Silva, ja, da will ich gleich mal wissen, was mit dem abgeht. Nico Alexandre da Silva, geboren 17. August 1924, Baltimore, Maryland. Eltern, bla bla bla, Ausbildung, internationales Recht, Studium abgebrochen. Aha, ein Studienabbrecher. Angehörige, Vater tot, Mutter tot, Ex-Frau, einen Sohn hat er auch und eine Tochter, unehelich. Also wirklich. Eintritt beim Washington Metropolitan Police Department am 12.08.47. Beförderung bis zum Deputy Sheriff mit hohen Belobigungen für seine Außeneinsätze. Wechsel zum FBI als Rechtsanalytiker. Während seiner Einstellungsprüfung deckte das FBI, dass da Silva gar keinen Rechtsabschluss besaß. Super! Er hatte das Studium wegen finanzieller Probleme abgebrochen. Na klar. Und seine Bewerbungsunterlagen gefälscht. So, und solche Typen stellen die hier ein, ja. Deputy Silver verlor seinen Job am 24. Dezember 1951 zu Weihnachten auch noch, was zum baldigen Ende seiner Ehe führte. Na, das kann ich verstehen. Trotz allem war das FBI beeindruckt von da Silvers Leistung im Polizeidienst und seinen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Na, geht so, ne? Also, mir gegenüber war er gerade jetzt nicht so nett, das blöde Lappmaul. Daher stellten sie ihn am 14. Februar 1952 unter Vorbehalt als Agent im Außendienst ein. Er zeigte dabei außergewöhnliches Geschick, erlangte sogar etwas Ruhm über seine heroische Verhaftung des Bankräubers K.D. Carpenter, die er im Alleingang am 4. Februar 1955 vornahm. Trotz seiner Leistung wurde Agent da Silva in den Status Anstellung unter Vorbehalt degradiert, immer wegen verschiedener moralischer Bedenken, die seine außerdienstliche Lebensweise betraf. Aha. Nach einer peinlichen Verhaftung in New York, bei der er und eine Jazzsängerin einen Polizisten angriffen, beschloss das FBI 59, ihn aus dem Blick der Öffentlichkeit zu nehmen. Die wollten ihn umbringen. Auf Direktor Volks Anweisung wurde Agent Nico da Silva dem Büro als verdeckter Ermittler zugewiesen. Naja, okay. So, und das ist meine Akte hier. Oklahoma geboren, Ingenieurswissenschaften. Aha, verwitwet, oh, okay. Vater tot, Mutter tot, Ehefrau auch tot, Sohn auch tot. Huch, na, das ist ja böse. Verließ die Uni kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor, Eintritt in Armee, war im Pazifik im Einsatz, Stabsfeldwebel, ehrenvolle Erwähnung, bla bla bla, Examen 48, Außenagent, Tapferkeit, Klugheit, persönliche Empfehlung von Direktor Hoover und Präsident Truman. Wow, er war Spezialist für verdeckte Ermittlungen, diente oft Wochen oder Monate in Indochina oder den UdSSR. Während eines Undercover-Einsatzes in Laos im Jahr 1959 starben bei einem Brand in seinem Haus in Arlington sein Vater, seine Frau und sein Sohn. Wow, das ist böse. Aufgrund der absoluten Kommunikationssperre während seines Einsatzes erfuhr Carter erst 1960 nach dem Ende der Mission davon. Das ist hart. Gibt abwechselnd sich selbst und der Agency den Schuld. Dies dürfte der Hauptgrund für sein Alkoholproblem sein. Ach so, deshalb vorhin auch die vielen Bullen. Ja. Nach mehreren Disziplinarmaßnahmen 1960 abkommandiert. Anhaltende Probleme, Degradierung, Anmerkung. Mirren, der Kerl ist aggressiv, temperamentvoll, verschlossen. Erledigt seinen Job. Empfehle ihn, berühre, bla 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 bla. Er taugt zu nichts mehr, allenfalls kann er noch als entbehrliches Kanonenfutter dienen. Das ist natürlich hart. Na, klasse. So, Nico Niklas Nicholson. Erzähl mir mal was. Natürlich. Erstmal noch Licht eine aus. So.
Wir sind im Krieg. Einem anderen als erwartet. Die Russen Room haben Range, mit den 21 Uhr. Überlebende 6. Doch so viele. In nur wenigen Minuten gelang es dem Feind, die strategische Kommandozentrale zu zerstören. Um 21:30 war das strategische Kommando ausgelöscht. Ja. Unsere gesamten Streitkräfte sind besiegt. Der Funk ist tot. Das rote Telefon wird nicht klingen. Und darum übernehme ab sofort ich, Myron Falk, das Kommando über unsere verbliebene Landesverteidigung. Das Büro hat den Auftrag, den Widerstand für den Fall einer erfolgreichen sowjetischen Invasion zu koordinieren. Der Auftrag bleibt der gleiche. Nur der Feind ist ein anderer. Okay. Wir haben es mit einem Gegner aus dem All zu tun. Seine Identität ist noch unbekannt. Sie doch schon so, aber eines ist klar, dieser Feind hat uns dezimiert. Seine Technologie ist der unseren um Jahrzehnte voraus. Wir müssen sie uns zu eigen machen. Seine Waffen werden zu genau, unseren Waffen. Genau, ich wollte sie ja vorhin schon einsammeln, aber lassen wir ja nicht. Werden wir ihn vernichten. Ich gebe jawohl, neue Befehle. Gleich kommt das Überleben, jubelnde Anpassen, Siegen. Willkommen bei XCOM. Ja! Halleluja! Professor Dr. Falk. Mein Held. Okay. Nein! Okay. Nein, ich kann Ihnen helfen. Ein Flashback, aber warum sitzt er jetzt auf so einem Einsatzstuhl? Will. Carter. Hey, Will. Aufwachen. Nenn mich nicht Will, du. Was? Arschloch. Großer Gott, Carter, wieso sehen Sie nach dem Schlafen noch schlechter aus als vorher? Weil du mich geweckt hast. Mir fehlt nichts. Und Ihr Geschrei, um mich aufzuwecken, hilft auch nicht. Ich habe nicht geschrien. Mal schlafe ich nicht. Ich habe seit Jahren nicht länger als 2 Stunden gepennt. Oh, okay. Tja, machen Sie sich keine Sorgen. Wie gesagt, das ist Büro und Schlafsaal in einem. Vielleicht kriegen die eines Tages die Banken fertig. Nein, ich meine, ich schlafe überhaupt kaum. Kann ich Ihnen nicht verübeln. Mehr Zeit, um die Aliens zu bekämpfen. Ich sage einen Morgen. Falk sucht aber nach Ihnen. Sollen in sein Büro kommen. Sofort. Jawohl. Ah. Was will er denn? Hat der Alte gesagt, was er von mir will? Anscheinend kennen Sie ihn noch nicht so gut. Der Direktor sagt grundsätzlich jedem nur, was er seiner Meinung nach unbedingt wissen muss. Schlafen im Büro. Tja, kann mir wohl keiner vorwerfen, dass ich kurz gepennt habe. Schließlich ist das hier anscheinend Büro und Schlafquartier. Ja, da lässt dein Notfallplan hier und da wohl noch zu wünschen übrig. Ach ja, so wie damals im Wohnheim an der Uni, was? Ja. Nur, dass ich hier Mrs. Hawthorns Pension im Terre Haute gewohnt habe. Hatte mein eigenes Bad und alles. Ah, nobel der Herr. Hatten Sie was über das Radio da gesagt? Oh ja, das billige Ding spielt normal den ganzen Tag Aufzugmusik. Aber neuerdings kommt immer so ein komisches Signal. Keine Ahnung, was damit los ist. Sind die Aliens? Haben wir wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Doch, dann habe ich sie auch damit in Ruhe gelassen. Aber wenn jemand von außen durch dieses Störsignal senden kann, naja, dann könnte das wichtig sein. Wer könnte mehr darüber wissen? Reden Sie mit Operator Trotsky. Trotsky, sie ist Informationsoffizier für das Büro. Oder? Überwacht den Funkverkehr, arrangiert Kontakte, regelt, was die Öffentlichkeit hört. Das alles. Ich sehe mal nach, was der Alte will. Bis später, Will. Er nennt mich immer noch Will, ne? Das ist ein blödes Arschloch. Zwei. Nachricht wird wiederholt. 2, 5. Das notiere ich mir mal und bespreche es mit einem Funker. Das sollten Sie mal Officer Chalsky gegenüber. Ja. Könnte wichtig sein. Zwei. Hat er das jetzt wiederholt. Aufgeschrieben? Das scheinbar. Also Chalsky gegenüber. Hallo. Sind Sie die Funkerin? Etwas mehr als das, Agent Carter. Ich bin der leitende Informationsoffizier des Büros. Informationsoffizier? Was ist denn das? Ich beaufsichtige den Funkverkehr weiter, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, damit wir unauffällig bleiben. Und im Moment verhindere ich, dass die Öffentlichkeit das Ausmaß der Gefahr mitkriegt. Macht Sinn. Randalierende Zivilisten sind in der Tat das Letzte, was wir jetzt brauchen. Richtig.
Sie und Ihre Agents verhindern ja die Angriffe. Meine Funker sorgen für Ruhe in der Bevölkerung. Aber das ist wohl, ich werde Sie nicht zu sehr abhalten. Solange Sie einen guten Grund haben, was brauchen Sie? Stört der Feind nicht die gesamte Kommunikation? Schon, die Mastenübertragungsgeräte werden gestört. Ihre Reichweite beträgt nur 5% des Normalwertes. Und wie wollen Sie dann? Unser Equipment ist deutlich robuster. Wir liegen nach wie vor bei fast 90% Reichweite. Das Beste vom Besten eben. Oh. Eberwind. Was weiß die Bevölkerung? Man ist besorgt wegen der Funkstörungen, aber unsere Einsatzkräfte in den Großstädten sorgen für Ruhe. Sorgen für Ruhe? Klingt ja fast, als hätten die das Kriegsrecht verhängt. Und in den Städten haben die Aliens wohl nicht angegriffen, oder was? Sie führen Katastrophenübungen durch. Es herrscht gespannte Ruhe. Seltsame Aliens. Im Radio sind seltsame Signale zu hören. Wissen Sie, was die bedeuten? Hab's gehört, ja. Wahrscheinlich eine automatische Wetterstation. Oder auch Anweisungen, wie man ein schwächeres Signal empfängt. Na, dann probier's doch mal aus, Alter. Ein kleinerer Funker kann so die Störungen reduzieren. Ja, vielleicht Überlebende. Wir könnten sie herholen. Wir sollten das prüfen. Operator Hughes bedient den Funk und Sie geben uns die Daten durch. Legen Sie erst die Reichweite auf. Super, ja. Als ob ich mir das jetzt aufgeschrieben habe. Ist nicht euer Ernst. Jetzt hätte ich mir das echt notieren müssen, oder was? Reichweite auf 500. Und die Richtung? Ja, super. Nach West? Richtung auf West. Die Frequenz? Frequenz auf 155 Kilohertz. Ja. Test der Langwelle. Ich habe sie schon genug aufgehalten. Ja, Sir. Okay. Ja, super. Jetzt muss ich hier nochmal rüber, oder was? Und mir... Notiz. 250 November 892. Okay. 250 November 852. Ja, Sir. Danke für die Information. Ich dachte, ich kann gehört noch zum mal. Job. Ey, Punkt nochmal hier. Mann! Ja, Sir? Was weiß die Bevölkerung? Man ist besorgt. So drastisch. Im Radio sind seltsame... Hab's gehört. Vielleicht überlegen... Wir sollten das... Ja. Legen Sie erst die... 250. Reichweite auf 250. Und die Richtung? November. Wahrscheinlich Norden. Richtung auf Nord. Die Frequenz? Dann war das 892, oder? Frequenz auf 892 Megahertz. Teste Ultrakurzwelle. Nichts. Moment, was ist das? Überlebende. Super, wie sie auch testet, ne? Vor dem Angriff sie zu macht doch gar nichts. Antworten Sie ihnen, dass sie nicht allein sind. Wir werden alles tun, um ihnen zu helfen. Wir schicken ihnen Hilfe, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie sofort aufhören zu senden. Diese Information darf sich nicht rumsprechen. Hauptsache, sie werden gerettet. Jawohl. Sehr schön. Bin ich ein Held oder bin ich ein Held? So, was willst denn du hier? Das ist ja schon ganz schön viel Gequatsch hier. Oh, ich sehe mal nach, will, bis später, Will. Blöder Affe, ey. Ja. Haben wir hier? Funkturm oder wie? Zwei. Da oben ist schon der Direx oder der Alte. Wie er hier wohl nur genannt wird. Sie waren noch dabei. Sie haben selbst gesehen, wozu er fähig ist. Ja, ja, aber seine Akte vermittelt ein anderes Hallo, ich Bild. Höre alles mit. Da ist er ja. Carter, gut. Agent Weaver hat Sorge, dass sie ein Teamspieler sind. Ich sehe das eher als Vorteil. Die nicht durch bekannte Feinde erklärbar sind. Ausgezeichnete Arbeit wie immer, Fogg. Aber ich verstehe nicht ganz, was Sie damit sagen wollen. Das sind keine Aktivitäten der Roten. Die Roten? Keine bekannten Ursachen. Kommen Sie auf ein Wort zu mir, Carter. Lass mich da erstmal hören hier, du. Wollen Sie sagen, Außerirdische? Das ist ja lächerlich. Wir dürfen uns nicht überrumpeln lassen. Oh, okay, Myron. Ich glaube, Sie sind überarbeitet. So, was haben wir hier noch Spannendes? Notiz. Ach ja, das lese ich heute nicht alles. Nein, hören Sie, das ist so, erzähl mir mal was. Was wollen Sie von mir, Sir? Sie sind nicht zufällig in dieser Anlage. Ich dachte. Sie sind aus gutem Grund hier. Sie überlebt. Ich verfolge Ihre Karriere schon seit Längerem. Ohne mich wären Sie tot. Sie haben mich hergeholt. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich Ihnen den Arsch gerettet, als die Hölle losbrach. Sie haben den Flug arrangiert, aber... Und ich hätte nichts anderes erwartet. Ich schätze das, was Sie getan haben. Aber ich habe auch damit gerechnet. Ach,
Ich wusste, Sie haben das Zeug dazu. Verstehen Sie? Ja, ich glaube, ich verstehe schon. Sie sehen einen magischen Funken in mir, den der Rest der Führung nicht sieht. Nein, nicht die Führung. Sie selbst sehen ihn nicht, Carter. Seit dem Verlust, den Sie erlitten haben. Es tut mir leid für Sie. Musst du auch noch immer Aber Seiten, Sie sind nicht dazu bestimmt, an der Seitenlinie zu stehen. Sie sollten noch mal versuchen, der Agent zu sein, der Sie sein könnten. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Sind Sie ein professioneller Menschenkenner? In einem Punkt haben Sie recht. Ich werde mich nicht zurücklehnen und zusehen, wie dieses Land von diesen Freaks zerstört wird. Das wollte ich nur hören. Halleluja. Was wissen wir über den Feind? Sehr wenig. Vor heute gab es nur einzelne Auffälligkeiten. Wir wussten nicht mal, ob sie zusammenhingen. Und welche? Überall im Land wurden Depots mit der Substanz namens Illyrium gefunden. Es gab Wetteranomalien. Wir überprüften Berichte über sogenannte Ausdünnungen. Das sind örtliche Erscheinungen, wo sich die Struktur der Realität selbst zu verzerren und aufzulösen schien. Und das blieb geheim? Wem gegenüber? Der Bevölkerung? Die Nachricht hätte eine Massenpanik ausgelöst. Nein. Der Kreis wurde sehr klein gehalten. Wozu ist das alles gut hier? Ich meine, wenn gerade mal keine Aliens unseren Planeten überfallen. Im Grunde erfüllt diese Anlage jetzt ihren ureigenen Zweck. Sie wurde eigens dafür geschaffen, einer möglichen Invasion unseres Landes zu begegnen. Arbeiten all diese Leute hier? Nein. Normalerweise arbeitet hier nur eine Kernbelegschaft. Aber sorgfältig ausgewählte Kräfte aus allen militärischen Bereichen wissen von der Existenz dieser Anlage. Im Fall einer Invasion haben sie Befehl, sich hier einzufinden. Na, wunderbar. Ich wusste nichts von diesem Ort. Tja, im Lichte ihrer Leistungen bei Groom Range würde ich dies als schweren Fehler bezeichnen. Eben. Wie gehen wir vor? Zuerst müssen wir die Anlage auf volle Kapazität bringen. Unsere beste Chance gegen einen Feind mit überlegener Technologie ist, ihm eben diese Technologie abzujagen und sie uns zu eigen zu machen. Klauen. Und wir haben die Mittel, das zu erreichen? Das Labor ist noch im Aufbau. Aber einer der Besten leitet das Team. Dr. Dressner. Dr. Dressner. Und er steht nicht der allein. Bestangezogene ich stelle gerade Teams für Aufklärungs- und Rekrutierungseinsätze für andere Spezialisten zusammen. Cool, ich gehe runter in den Bereitschaftsraum. Das Silver wird Ihnen dort helfen, ein Team zusammenzustellen. Los jetzt. Hoi. Ach scheiße, muss ich hier mit Agent Oberspacke das Silver mitmachen. Hallo, guten Tag, Frau Weaver. Klopf, klopf. Ach, sie guckt so lüstern. Die Luder. Tja, wie komme ich denn jetzt in den Besprechungsraum? Willkommen an Bord, Sir. Wie sehen die aus? Ich habe die Fehler angesehen, außer hier. Unsinn, sehen die ich habe sie gesehen. Sie sehen aus wie, ich weiß nicht, wie Armory, Monster oder Engineering, so. Fire Range, Sky Ranger Bay, Infirmary, Laboratory. Okay. Hallo, ich will hier durch, Opa. Oh, ganz toll. Tag. Verlaufen? Die Bereitschaft ist da. War dein Zwillingsbruder hier vorne das gerade? Du klingst irgendwie genauso wie er. Hallo, Agent Carter. Ihr klingt ja alle gleich. Ah. Ja, Direktor. Haben wir da irgendwelche Aufzeichnungen? Ein Foto. Rosmond University, na toll. Und ich werde ihr Team leiten. Man of Science. Kommen Sie, Will. Wir müssen sehr rein. Schön. Der Alte hat gerade angerufen. Ach, der Alte immer. Ian. Von den Wissenschaftlern läuft aus dem Ruder. Er ist verschwunden, zusammen mit einem von ihm erforschten hochexplosiven Sprengstoff. Okay. Ford glaubt, er ist durchgebrannt? Kann sein, aber wir dürfen keine Panik riskieren. Neil sucht nach ihm, aber sie müssen ein Team zusammenstellen, um ihm zu helfen. Schnell und unauffällig. Jawohl. Ein Team zusammenstellen. Machen wir. Aha, dein Trupp hat Zugriff auf neue Ausrüstung. Ja, jetzt wird's doch langsam mal interessant. Das braucht ja schon ein bisschen lange, bis es anläuft hier. Einen Agenten anwerben. Ach so, jetzt kann ich hier die Klasse wählen. Was ist denn das? Support. So
Supportagenten vergessen die Effizienz des Trupps, indem sie gegnerische Verteidigung schwächen. Unter dem Einfluss Gefechtsstimmen haben sie, können sie härter zuschlagen und länger überleben. Aufklärer können am besten in Entfernung eingesetzt werden, nur als Heckenschützen Gegner vor. Mit der Fähigkeit kritischer Treffer können sie zielen mit Schlachtfeld schweren Schaden. Aha, Pionier. Setzt geniale Geräte ein, natürlich genial. Um dem Trupp zu helfen, das i-typischen für jede gute Taktik, drängen Gegner aus einem Gebiet hinaus, vertreiben. Okay, Kommando sind aggressiv, gut ausgebildet. Aha. Trainingsvideo, aha. Kommandos sind die ersten Soldaten im Kampf. Sie beschützen ihre Kameraden und greifen den Feind nach ihren Maßgaben an. Okay, na gut. Pioniere, die zweiten Männer. Pioniere sind exzellente Handwerker und liefern zusätzliche Feuerkraft und Kontrolle auf dem Schlachtfeld. Okay. Nicht so mega aufschlussreich, die Videos. Aufkläreragenten sind Experten für Tarnung und Distanzangriffe. Sie infiltrieren feindliche Linien und schlagen von hinten zu. Oder halt direkt von vorne, wie gerade hier im Video zu sehen. Und Support Agents bringen zusätzliche Vorteile. Weil sie verstärken ihr Team und schaden dem Feind. Schön. Gut, Senf. Fähigkeitenansicht. Aha. Gut, Agentendetails verwalten. Eieiei. Schienenpistole. Jetzt kann ich den hier. Standardpack ohne Bonus, Fähigkeiten. Ach du je. Der Support Agent setzt eine Aerosolwolke ab, die kurz Treffsicherheit, Schaden und Ausweichfähigkeit aller Teammitglieder in der Nähe erhöht. Schöne Videos. Ach so, und jetzt kann ich hier dann noch irgendwelchen Kram freischalten, verändern. Ach cool, ich kann ihn sogar noch andrücken. Zeug anziehen und anderen Namen geben. Na, das ist doch nicht schlecht. Wähle Agenten für den Trupp aus. Dann nehme ich mal auf jeden Fall einen Aufklärer und den Senfmenschen. Und oh, was hat er denn für einen Arm hier? Sag ich mal her, hat er irgendeinen Roboterarm oder sowas? Krass. Bin ein wenig erstaunt. Na gut, nehme ich den noch. Ach so, ich kann nur zwei mitnehmen. Na gut, dann nehme ich glaube ich die zwei. Einmal hier Ingenieur und einmal Aufklärer und dann noch mich. Okay. Hab ich die jetzt ausgewählt? Warte, ich bin dem Agenten zum Leichenraum gefolgt. Der kommt da nicht raus. Warten Sie auf mich, Nils. Ich helfe Ihnen. Ich warte, solange es geht. Aber wir dürfen ihn mit diesen Sprengsätzen nicht entkommen lassen. Ich bin gleich da. Jetzt hin. Carter, gehen Sie durch die Waffenkammer und dann links zum Lift. Dann schicke ich Ihnen ein Team. Verdammt, Nils, warten Sie. Mensch, Nils, warte doch mal. Passt es denn nur so eilig? Ja. Rot-grau, blau. Rot-grau, blau. Richtung Raum. Sehr cool. Ach, na, habt ihr euch wieder keine richtige Mühe gegeben? Ach, Mensch, Leute. Immer dasselbe Ärger mit euch. Agent Mills ist da drin. Er hat uns alle rausgeschickt. Ruhig bleiben. Ich mach das. Ich mach das schon. Das soll beschrieben. Oh, das Schüsse hier oder blinkt das einfach noch? Was ist denn hier los? Ach so, ich soll hier lang. Deshalb blinkt das. Nun gut, da zückt er die Waffe, das heißt, es geht gleich rund. Dann mache ich nochmal eine kleine Pause vorher. Bis gleich wieder.